Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Create Sports, Ihrem Hockeyausstatter. Dein Statement zum Spiel? Erstens muss ich Tom gratulieren, das ist ein sehr gutes Spiel für seine Mannschaft, sehr starke Mannschaft, muss ich sagen. Ich denke, das war ein für die erste Spiel zu Hause nicht schlecht. Wir haben gewartet, die Spieler waren ein bisschen nervös. Das war für uns nicht Neues, das war gleich beim Köln am Freitag. Aber nach die ersten Drittel haben wir besser gespielt, ein bisschen mehr Selbstvertrauen mit der Scheibe gehabt. Aber trotzdem nicht unsere Chancen genutzt. Und das ist Schluss am Ende, die beiden Mannschaften hatten, wie Tom gesagt, ein sehr hohes Tempo, das war sehr gut. Aber ja, wir mussten ein bisschen auf unsere Seite schauen, auf die andere Taktik. Und auch 60 Minuten spielen, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, nach dem Spiel am Freitag, wenn wir gesehen haben, dass Iserlohn hat gewonnen, wir waren sicherlich spitz und haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ich denke, das war ein sehr hohes Tempo, ein schnelles Spiel. Beide Teams sehr schnell umgeschalten in Transition von Defense auf Offense. Ich denke, dass wir haben eigentlich einen sehr guten Start, gut auswärts ersten Drittel gespielt. Wie immer Unterzahl zu erwarten hier im ersten Drittel und haben wir zwei erfolgreiche Unterzahls geschafft und das hat uns ein bisschen Selbstvertrauen gegeben und auf jeden Fall, ich denke, das von beiden Teams war ein hochklassiges Spiel, war sehr gut und letztendlich Turnbull und der Powerplay-Goal im zweiten Drittel, dann dachten wir, dass wir haben alles ganz gut im Laufen und dann in letzten 5, 6, 7 Minuten im zweiten Drittel, wir haben unser Fazit verloren. Wir waren nicht mehr am Unterstützen voneinander, haben nicht mehr einander die Scheibe gut gemanagt, auch mit den Unterzahl, wo wir die Scheibe rausgeschossen haben. So war ein Regroup nach dem 1-2 Rückstand und im dritten Drittel alles oder nichts. Und das ist momentan unser Motto von come from comeback victories, come from behind. Und die Jungs haben von den Spielen Freitag den Glauben gehabt und haben ein sehr starker dritten Drittel gespielt. Und Overtime beide Teams ganz gut in Penalty-Schießen ist Penalty-Schießen. Aber ich bin eigentlich sehr froh für Travis Turnbull. Dankeschön. I think we did a lot of good things this weekend. We had a big game Friday night and were able to win. And then tonight obviously came down to a shootout, so it's a tough way to lose. And second question, last question, what do you think about the atmosphere tonight here in Iserlohn? Is it new for you, so loud? Yeah, I've never seen anything like that in North America. It's it's amazing. It's the support we got here, it's pretty special. So, unfortunately we couldn't win for them tonight, but it's exciting to play here every game. And now you have played two games on the DL. What do you think about the level here? Is it near the American Hockey League? Yeah, very similar. Obviously it's a bigger ice surface here, so it's a little different, but very, very similar. Okay, thanks a lot, yeah. And have a nice evening. Thanks. Julian, schön dich mal wieder zu sehen. Heute ein Punkt gegen Straubing Tigers. Wie hast du das Spiel erlebt? Ich denke, es war ein gutes Spiel. Zwei relativ ausgeglichene Mannschaften. Gute Unterzahlspiele. War schade, dass wir dann kurz vor Ende in eigener Unterzahl dann noch den Ausgleich kassieren, wegen einem kleinen Stellungsfehler. Das hat Straubing gut gemacht, hat eiskalt ausgenutzt. Overtime gut 3 gegen 3 und Penalty schießen, das ist immer tagesformabhängig, wie die Pucks springen. Aber allen in allem, denke ich, war das ein gutes Spiel auch zum Anschauen. Das erste Wochenende ist jetzt vorüber. Ihr habt zweimal die Overtime gebraucht sozusagen mit 3 Punkten. Wie fällt da dein Fazit aus? Ich glaube, es hätte auch schlechter laufen können. Gerade nach dem Wolfsburg-Spiel war ja doch bei vielen die Frage, wie konkurrenzfähig seid ihr wirklich in der DL? Ja, sicherlich. Es waren 3 Punkte von möglichen 6. Ich denke, das Wolfsburg-Spiel, da darf man nicht so viel drauf geben. Und es ist besser, wenn man so ein kleines Tief und so ein Spiel hat in der Vorbereitung als in der Saison. Und ja, ich denke, am Freitag haben nicht unbedingt viele damit gerechnet, dass wir da Punkte überhaupt einsammeln. Und an 2 Punkte sind wir natürlich glücklich drüber, aber wir haben es auch verdient. Zufrieden würde ich jetzt sagen, sind wir nicht, weil zufrieden mit 3 Punkten von 6 darf man nicht sein, weil dann hört man auf, mehr zu wollen. Deshalb denke ich, es war mehr drin, aber wir sind auf keinen Fall enttäuscht. Ist für dich die zweite Saison hier am Saaler See. Letzte Saison schon hier gewesen, diese Saison auch mit
ich glaube, einer U24-Förderlizenz, ist das richtig, ja, ausgestattet. Du warst auch mal in der Vorbereitung bei den Steelers im Team dabei. Hat sich deine Rolle jetzt inwiefern verändert? Ja, ich sag mal so, also in den ersten beiden Spielen spielen wir mit vier Reihen, mehr Eiszeit als im letzten Jahr, was natürlich sehr viel Spaß macht. Man kriegt Vertrauen vom Trainer, der Trainer redet sehr viel mit uns, vor allen Dingen mit den jungen Spielern. Er sagt uns, was wir falsch machen, was wir besser machen können. Wenn wir gute Sachen machen, sagt er uns das auf jeden Fall auch. Wir werden sehen, was die Saison noch bringt. Unser Kader ist nicht wirklich tief. Deswegen müssen wir alle zusammenhalten. Und wir brauchen jeden einzelnen im Team, denke ich. Und jetzt im ersten Wochenende hat das auch gut funktioniert. Kurzer Ausblick noch zum Abschluss. Am Freitag kommt Schwenningen. Wir sind am Freitag, jetzt den letzten Freitag, wo ihr in Köln die zwei Punkte geholt habt. Fürchterlich unter die Räder kommt zu Hause. Das heißt aber, glaube ich, gar nichts. Das hat man heute auch gesehen in Wolfsburg. Wie ist da für euch die Ausgangslage? Vermutlich ähnlich wie heute gegen Straubing. Ist ähnlich wie gegen Straubing. Wir haben in der Vorbereitung noch nicht gegen die gespielt. Wir haben viele Leute, die neu in der Liga sind, die jetzt auch Schwenningen noch nicht kennen. Schwenningen hat gute Neuverpflichtungen, haben da nochmal Geld reingesteckt, werden auch motiviert sein, vor allen Dingen nach der Freitag-Niederlage gegen Ingolstadt. Deshalb werden wir da auch wieder ein gutes Spiel erwarten. Die werden uns viel abverlangen, aber wir sind bereit dafür. Super, danke dir. Alles Gute, schönen Abend noch. Danke.